Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eine Woche ist um und das heißt, es gibt ein neues Server-Video. Und es gibt sogar sehr viel zu erzählen und zu zeigen. Zum einen, es gibt ein neues Feature. Es gibt einen neuen Spielmodus, so wie schon im Titel steht. Und es wurde sehr viel gebaut. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch direkt das erste Feature und der Spielmodus kommt zum Schluss. Und zwar heißt das Plugin für das Feature Elytra Plus und damit könnt ihr Folgendes machen. Wenn ihr die Elytra anhabt, könnt ihr mit /ep-update die Elytra zu einer Elytra Plus updaten. Mit /ep könnt ihr dann die Partikel auswählen, die hinter der Elytra fliegen und es gibt noch ein Feature, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr die Elytra dann anhabt und dann Steuerung drückt, könnt ihr so schnell fliegen. Und natürlich dann unendlich mit dem Boost, natürlich sollte man dann nicht auf dem Boden aufkommen. So, das war's dann schon wieder mit diesem Feature und wir gehen mal wieder in die Ego-Perspektive und machen mal hier so ganz normal weiter. Natürlich fliegen wir. Natürlich sollte ich auch in Game-Mode gehen. So, ein bisschen verplant gerade noch. So, wir haben hier noch ein paar neue Häuser, da steht jetzt kein Name dran, hier steht, die sind da nicht neu, oder? Also ein bisschen weiter sind sie gebaut worden, unbefugtes Betreten verboten, keine Ahnung von wem das ist. DDGUs Haus, ist ziemlich nice gebaut, auch die Mine finde ich recht nice gemacht, könnt ihr euch ja selbst mal angucken, wenn DDGU euch das erlaubt. So, jetzt kommen wir hier mal auch zu einem Highlight, da muss ich sagen, hier, was steht da? Willkommen in der Altstadt. Ich weiß nicht, wie Tumor es geschafft hat, aber voll viele, die auch neu auf dem Server kamen, bauen jetzt da. Keine Ahnung, Tumor hat so eine Anziehungskraft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er hier einen mega Baum gebaut. Keine Ahnung, wie viele Ressourcen der dafür farmen muss. Das war auf jeden Fall krass. Sieht dafür aber im Endeffekt auch mega geil aus. Ich weiß gar nicht, ob der schon fertig ist, weil oben noch eine Lücke ist und drin. Ich weiß nicht, ob der da noch was macht. Entschuldigung. Kannst ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob hier noch irgendwas reinkommt. So. Dann haben wir hier das Haus, das war von Cornix Place, erinnert mich so ein bisschen, ist so ein Tick modern, aber mit dem Holz erinnert mich auch so ein bisschen an altmodisch, finde ich ziemlich nice gebaut, ja, Cornix Place, auf jeden Fall Respekt an dich. So, dann haben wir hier das Haus von Ruffy, das ist auch etwas weiter gebaut worden, komm, da seien wir mal sozial, bam, bam, so. Und der hat zum einen auch hier ein Farming-Hochhaus, wo er halt dann Getreide, Salat gibt's ja gar nicht, Möhren etc. anbaut, das erinnert mich so ein bisschen in China, da gibt es in so einer Großstadt, ich weiß gar nicht, war das Shanghai, nee, Peking? Irgendwie so. Auf jeden Fall gibt es irgendwo so ein hochmodernes Hochhaus, wo die dann echt Salat und alles anpflanzen. Ist auch kein Wunder bei dem Platzmangel, den die haben. So, das Haus hier ist von Tumor. Der hat hier noch nicht weiter gebaut. Ist ja auch logisch. Der hat diesen riesen fetten, geilen Baum gebaut. So, dann haben wir hier eine Farm. Das ist eine Tierfarm in einem Haus. Auch eine recht nice Idee. Ich keine Ahnung, von wem das ist. Hier steht auch kein Name da. Aber ich denke mal, das ist von Tumor, weil der Weg so direkt hinten zu seinem Haus geht. Dann haben wir hier, weiter geht's. Hier ist das Haus, das habe ich letzte Woche schon gezeigt. Das ist ein bisschen weiter gebaut worden. Das ist nämlich von XXN03XX. Das ist ein Name, meine Herren. So, der hatte ja hier nur diesen Aussichtsturm. Jetzt hat er hier noch ein bisschen mehr gebaut. Und der hat noch Rekrutenschule, stand da, ne? Willkommen in der German Gaming RS Rekrutenschule. Alles klar. So, dann haben wir hier das Haus von Bergtroll. Der hat hier, ich weiß gar nicht, stand das hier hin. Schon letzte Woche. Ich bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall, wenn nicht, hat er hier auf jeden Fall schon ein bisschen weiter gebaut. Aber ich möchte euch diese Folge sowieso nur so die fertigen Häuser zeigen, damit ich euch noch den Spielmodus und alles zeigen kann. So, dann was steht hier? Hier steht, Achtung, Betreten verboten. YOLO. So, dann hat er auch wieder dieser Name, ey. Auf jeden Fall, fettes Dank. So, German Gaming wird noch besser. Okay, ich finde das jetzt schon ziemlich krass. Soll eine Statue, glaube ich, darstellen. Sieht, finde ich, echt nice aus. Muss ich sagen. Was steht hier? Panzer der German Gaming Army. Alles klar, alles klar. Oh, hier kann man so einen Knopf drücken. Okay, ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie TNT oder so rausgeflogen kommt. Hier haben wir ein Haus von, ja, keine Ahnung, hier steht kein Name dran. Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach mal. Schreibt doch bitte einen Namen an die Haustür. So, das hier ist von Hercules, ein kleines schnickes Häuschen. Der spielt auch noch nicht so lange. Ich denke mal, der farbt noch ein bisschen, um auch noch ein bisschen mehr zu bauen. Denke ich mal. So, dann haben wir hier das Haus von, steht auch kein Name dran, ne? Ne, sieht auf jeden Fall auch recht nice aus. Hier ist das Haus von Psychopath, das ist aber auch nicht weiter gebaut worden, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Ich gehe eher auf Häuser drauf ein, die fertig gebaut sind, das heißt ein Dach. Also fertig kann man eigentlich nie bauen, weil man kann ja immer noch was dran bauen, etc. Aber sobald ein Haus schon so erkennbar ist mit Dach und so, dann ist das für mich schon so fertig. So, dann haben wir hier ein Haus, das ist mal eine schöne Abwechslung, weil viele mit Holz bauen, hier mal mit den Steinsorten gebaut von SerioLP und Zaliga Unterstrich. Auch nice, ist mal eine Abwechslung, muss ich sagen. Ist eine Abwechslung zwischen den ganzen Holz. Hier sehen wir den kleinen Weg, den Benny und seine Kollegen, den ich mal gebaut haben. Der geht ja auch zu ihrem Grundstück. Hier haben wir auch ein mega geiles Haus. Ist zwar mit Holz gebaut wieder.
Sieht aber mega nice aus. Ja, mit den Fichten vor allem. Gefällt mir echt. Vor allem, ich weiß nicht, wenn die Fichten jetzt rundherum nicht wären, wäre das glaube ich nicht so geil, aber so sieht das echt mega aus. Auch das Haus so vom Stil her finde ich nice. Das hat, wer hat das gebaut? Melli-285, Respekt an dich. So, was baut denn hier? Ist das Montes? Ja, Montes, was baut der denn hier gerade? Wenn wir auch ein schickes kleines Häuschen, ist noch nicht fertig, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, Montes, hast du Pech gehabt. So. So, dann fliegen wir mal weiter nach hier. Hier hat sich glaube ich noch nicht so viel getan. Hier ist natürlich das Grundstück von Benio. Da haben die ein bisschen weiter gebaut. Ich weiß jetzt aber nicht genau was. Ich hätte mir das Video nochmal genauer angucken müssen. So, hier haben wir, hier ist auch nicht weitergebaut worden. Nein, hier ist, soweit ich sehe, nichts Neues gebaut worden. Ah, hier, das ist, glaube ich, neu. Das ist von Dark Flash HD. Das sieht auch nice aus. Ja. Ja, das sieht schon, ja, das sieht echt nice aus. Gehen wir jetzt aber nicht rein, ich habe Privatsphäre, ne? So, gucken wir mal hier, was hier noch gebaut wird. Hier wird noch irgendwas gebaut, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer hier baut. Hier steht auch kein Name dran. Dann haben wir hier natürlich das wundervolle Schiff von Steve of Fire, das ist wirklich geil. Dann hier baut jemand ein Schiff, da baut jemand ein Schiff. Also wenn jemand schafft, ein besseres Schiff zu bauen als Steve of Fire, der kriegt einen Orden von mir. So, dann gehen wir mal weiter nach hier. Hier hat sich aber nichts mehr so viel getan, weil Tumor die irgendwie alle in die Altstadt, weil ich euch vorhin gezeigt habe, gelockt habe. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier gezeigt habe. Das ist neu. Glaube ich, das ist so ein kleines Waldhützchen. Von wem ist das? Steht das hier? Steht kein Name dran. Oh, Mano. Vielleicht unten, Moment. Na komm schon. Zeig mir einen Namen. Zeig mir einen Namen. Ich will wissen, wer das gebaut hat. Ja, schade, steht leider nicht dran. Dann hätte ich dich erwähnt. Vielleicht hat von demselben, der das hier gebaut hat. Paintube. Kann sein, dass vielleicht Paintube das gebaut hat, wenn er eine kleine Hütte daneben gesetzt hat. Kann sein, ich bin mir aber nicht sicher. So, hier hinten hat sich nicht so viel mehr getan. Ich glaube nicht. Moment, da natürlich immer noch das Schiff steht da. Ja doch, hier hat sich wohl noch was getan. Das Haus hier, genau. Das sieht so ein bisschen chinesisch aus, oder? Oder japanisch mit diesem Ding hier. Finde ich echt nice. Sieht echt so. Ja, japanisch, chinesisch, irgendwie so. Dann das hier ist auch neu. Auf jeden Fall, was heißt neu? Auf jeden Fall fertig gebaut. Hier auch noch ein kleines Häuschen. Gucken wir mal, wer das gebaut hat. Steht der Name dran? Von wem das ist? Experiment, ne? Nices Haus, nices Haus. Day so. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Von wem ist das? Steht kein Name dran, oder ich bin zu blöd, hier steht ein Schild. Von Paul. Die Zahl lese ich jetzt nicht vor. Habt ihr ja gesehen. Hier steht kein Name dran, hier hat schon letztens den Stein gewechselt. Ach doch, hier stehen die meine Schilder. Von Yannick Zocker und das ist von Yolo Swag. Okay, das war ja schon so. Hier haben wir noch ein bisschen. So, das war's dann, glaube ich, hier schon. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns jetzt den neuen Spielmodus an, oder? Wollt ihr? Wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da. Sonst zeige ich euch das nicht. Nein. Wir gehen mal direkt hier das zum Spawn. Spawn. Gehen wir direkt in Game Mode 3, sonst kommen wir nämlich noch nicht rein. Fliegen da mal kurz hin. Und zwar geht es dann hier so. Kleiner Eingang, der wird noch, glaube ich, ausgebessert. Dann gehen wir mal hier rein. Und wer mir bei Twitter, Facebook und oder Instagram folgt, hat dieses Bild hier schon gesehen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt Instagram. Link ist natürlich und auch unten in der Videobeschreibung. So, ich gehe mal in Game Mode 0 und wir gehen mal in den neuen Spielmodus rein. Wir nehmen mal die Map LSD und der Spielmodus ist eigentlich recht einfach erklärt. Von oben fallen Blöcke runter und die dürfen euch nicht auf den Kopf treffen. Und ihr müsst versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Ein recht einfaches Spielprinzip, macht aber relativ süchtig, muss ich sagen, weil man kann Erfolge freischalten, es gibt Highscore-Listen, die man natürlich dann mit den anderen Spielern battlen kann. Ich hätte die Lytra-Feuer ausziehen müssen, das stört nämlich dann ein bisschen beim Springen. Und natürlich bekommt ihr auch Geld. Je länger ihr überlebt, umso mehr Geld. Und wenn ihr Erfolge freischaltet, kriegt ihr auch Geld dafür. Das heißt, ihr bräuchtet nicht mal mehr einen Job. Ihr könntet einfach den ganzen Tag dieses Spiel hier spielen. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal in eine andere Map rein, um euch das nochmal zu zeigen. Wir gehen mal in die Map rein. Wir haben drei Maps momentan gebaut. Da das Spiel starten. Die ist so ein bisschen kleiner. Und das kann man natürlich auch mit mehreren Leuten spielen. Umso mehr Leute in so einer Arena sind, umso schwerer wird. Die meisten Arenen sind eigentlich alle auf vier Leute gelockt, bis auf die hier, die geht nur für bis zu zwei Spieler. So, ich bin jetzt gleich sowieso schon tot. So, jetzt bin ich tot. So, und ihr seht dann immer, ich kriege da so ein bisschen Geld, je nachdem wie lange ich überlebe und für Erfolge etc. kriege ich auch Geld. Hier oben könnt ihr dann natürlich die Statistiken ansehen, da könnt ihr euch ja selbst mal durchklicken. Hier gibt es dann natürlich auch die verschiedensten Erfolge, die Top 10, Top 10 Listen. Das Mont ist irgendwie immer oben, weil der da schon so ein bisschen gezockt hat. Multiplayer gewonnen, 7, 15, ja, natürlich. So, Stats. Da seht ihr das, Herausforderungen, da könnt ihr das hier alles freischalten. Auf jeden Fall klickt euch das selbst mal durch, ist ziemlich interessant und naja, vielleicht
sehen wir ja heute, wer am besten heute abschneidet von allen Runden, weil jetzt, wo ihr das Video seht, ist der Spielmodus freigeschaltet. Ich würde mal sagen, wenn ihr noch Spielmodis habt, die unbedingt auf dem Server müssen, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Des Weiteren würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Auf Wiedersehen.